Wir stehen hier gerade vor dem Köhlweg 17, eines der besetzten Häuser, die seit Ostermontag besetzt worden sind. Und die Besetzer haben uns eingeladen, vorbeizuschauen. Und wir werden jetzt gleich mal da reingehen und schauen, was sie uns zu erzählen haben. Wir werden uns die Wohnungen anschauen und Hintergrundinformationen darüber bekommen, warum die Häuser leer sind, was da drin geplant wird, was gesprochen wird und wie es so in den weiteren Tagen aussieht. Warum habt ihr euch den Köhlweg als Objekt der Besetzung ausgesucht? Wir haben da so einen politischen Konflikt gewittert, wo wir gut reingehen können. Das heißt, sobald das Haus offen ist, war uns halt klar, dass die Message klar ist und dass wir auf Solidarität stoßen werden. Und was das angeht, war das halt eine Punktlandung. Also ich würde sagen, dass wir uns prinzipiell in einer solidarischen Nachbarschaft befinden, was natürlich sehr gut für so ein Projekt ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass nicht die ganze Nachbarschaft so ist und die ganze Nachbarschaft auch keine homogene Gruppe sind. Ich bin gespannt, wie die weitere Zusammenarbeit aussehen wird, aber bis jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal positiv überrascht. Also allgemein würde ich halt sagen, dass die Lage beschissen ist. Die Wohnungen in Münster sind unglaublich teuer, vor allen Dingen in Innenstadtnähe. Wir erleben in Münster eine Verdrängung von Menschen mit relativ wenig Privilegien. Wir haben hier von einer Anwohnerinnensammlung gehört, dass die BIMA den Leuten vor einem Jahr erzählt hätte, dass hier nur Familien reinkommen sollen. Aber ich persönlich würde dieser Institution rein gar nichts glauben. Wird aber erstmal ist halt geplant, ganz grob, dass es ein selbstverwalteter Raum wird, also jenseits von staatlichem Zugriff, dass die Menschen, die hier wohnen und leben, selber über diesen Raum komplett entscheiden können und dass er nicht mehr der BIMA gehören soll. Denkbar ist auf jeden Fall ein soziales Zentrum, also erstmal ein Ort, um sich zu treffen und sich zu organisieren und irgendwie miteinander in Kontakt zu kommen. Und insgesamt würde ich sagen, dass die Menschen kaum eine Handhabe in ihren Vierteln oder in ihren Straßen darüber haben, was mit ihren Lebensräumen passiert. Und da finde ich, ist es ein guter Ansatz, das nicht zu fordern oder zu erbetteln oder versuchen, möglichst lieb zu sein, sondern gerade frech und offensiv zu sein und sich die Orte einfach zu nehmen und sich die Straßen zu nehmen und sich gemeinsam im Viertel zu organisieren. Die knappe Stunde, die wir hier verbracht haben, war durchaus interessant, informativ und vor allem haben wir uns hier total aufgenommen gefühlt und die Leute waren sehr aufgeschlossen und wir haben interessante Gespräche geführt. Und wer noch mehr über die Bewegung wissen möchte, kann ihr einfach auf Twitter folgen oder über den Blog. Und wir bleiben weiterhin gespannt, was hier noch weiter passiert und wie die Geschichte mit dem Köhlweg 17 und 19 so weitergeht.